auf geht's. Ich bin eh Südländer. Ich vertrage Schnee jetzt nicht so gut. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt in die Sonne gehen. Wenn man jetzt was trainieren will oder auch ein bisschen mehr auf den taktischen Sachen machen will, ist es schon wichtig, dass der nicht so kalt ist. Wir können uns einfach jetzt auch besser kennenlernen auf dem Platz und neben dem Platz und dann optimal in die Rückrunde starten. Ist gut, sehr gutes Wetter und sehr gutes Platz. So, wir freuen uns. Unser taktisches Konzept auf den Platz zu bringen, nochmal. Und dann in einer Woche, wenn wir zurück nach München kommen, spielen wir gegen Offenbach und muss hier vorbereiten für dieses Spiel und für das Spiel gegen Roma und Hoffenheim und Paris. So, das ist sehr wichtig. Auf geht's! Wir treffen uns hier vorne, zwei Bahnen. Im Sommer haben wir das Trainingslager nicht gehabt. Ich will nicht sagen, dass es irgendwie nicht gut war für uns, aber ich glaube trotzdem, dass ein Trainingslager einfach als ganzes Team sehr wichtig sein kann, um sich einfach noch mal besser kennenzulernen, um einfach mehr Zeit zu verbringen, egal ob das jetzt neben dem Platz ist, ob das am Platz ist. Ich glaube, das tut uns richtig gut und ja, wir haben einfach alle richtig Bock, an den Sachen zu arbeiten. Die letzten Wochen vor Weihnachten betrachtet, haben wir einfach
glaube ich, nicht das so gezeigt, wie wir es wollten. Ich glaube, das ist offensichtlich und es war ja uns ganz klar, dass wir da nicht so an unsere Leistungsgrenze gekommen sind oder auch gar nicht an den Ergebnissen, die wir haben wollten. Ja, und das versuchen wir gerade aufzuarbeiten. An was hat es gehakt? Wo können wir noch besser werden? Ob das jetzt ja, unser Positionsspiel ist, unser, ja, wie wir den Ball halten, ein paar taktische Sachen, was wir einfach nochmal neu oder verfeinern wollen. Und ja, das sind, glaube ich, so die Grunddinge, die wir jetzt versuchen noch zu schleifen. Ich denke, wir haben alle super zusammengefunden. Es macht mega Spaß, hier mit dem Team zu trainieren. Wir haben hier super Verhältnisse, Bedingungen sind mega, der Platz ist schön, das Hotel ist gut, das Wetter ist schön. Also ich denke, da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Und wir haben alle als Team mega Spaß und freuen uns auf die weiteren Tage hier noch. Wir nutzen das auf jeden Fall für einen Rückrundenstart. Wir machen hier ja, Taktik generell, dass wir uns als Team noch mal besser zusammenfinden, dass wir dann super in die ja, Rückrunde starten können. Also Spiele sind immer toll, egal gegen wen man spielt, egal wie gut der Gegner ist. Deswegen glaube ich, motiviert es einen auf jeden Fall. Freude ist auch da. Angst oder Nervosität jetzt nicht, weil es ist das erste Spiel wieder nach der Winterpause, ist immer schön. Wenn man einen guten Gegner hat, dann kann man sich auf so hohem Niveau super messen. Ich denke, wir haben jetzt nach dem Trainingslager enorm schwere Spiele vor uns, die sehr, sehr wichtig sind. Jetzt in der Champions League, in der Bundesliga. Da ist es auf jeden Fall gut, dass wir einen guten Gegner haben, dass wir uns messen können. Und wir freuen uns mega auf das Spiel und denke, wir sind auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Sehr gut. Yeah, we have had a lot of good trainings and it's quite nice that we can be here with plus 15 degrees and not be home in minus 10. So it's good conditions to be able to work on a lot of important stuff in front of the second half of the season. We have been working really hard on and off the pitch to be able to be in a good position where we can perform at our best from the start. Thank you.
the speaker box loud. Hitting that stuff till you hearing that sound. Ich glaube, das ist eine generelle wichtige Fähigkeit für alle Athleten, Spitzensportler, alle, die unter Druck abrufen müssen, dieses Gefühl, eine Stresstoleranz zu entwickeln. Und wie gehe ich, wenn ich Stress wahrnehme? Ist ja nur die Wahrnehmung des Stresses eigentlich. Ist ja nicht wirklich in dem Sinn Stress, sondern wie man es labelt und wahrnimmt und wie man dann eben Strategien entwickelt, damit umzugehen und trotzdem abrufbar zu bleiben. Also eigentlich die Grundfähigkeit, Stress bewältigbar machen, sich selber zu beruhigen und sofort wieder ins Tun zu kommen. Das ist so ein auf der Metaebene vielleicht so der Overall Skill sozusagen. Ja. So eine Woche ist auch wichtig, weil mal ein bisschen nicht das normale Setting, nicht den normalen Pace, sondern man ist mal ein bisschen draußen, man kann anderen Dingen mehr Raum geben, was in der englischen Woche leider nicht geht natürlich.